Herzlich willkommen zur 8. Folge des Landwirtschaftssimulator 2017 auf der Klingenbach-Map. Wer die letzte Folge gesehen hat, der weiß schon, wir haben uns den Tatra und einen Hürlimann mit Pflegebereifung gekauft. Wer es nicht gesehen hat, kann gerne mal in die letzte Folge reinschauen. Und wem die Folge überhaupt gefällt, der kann gerne ein Abo, Like oder Kommentar da lassen. Und wir starten hier, indem wir mal den Hürlimann an unseren Hof bringen, damit er schon mal an der richtigen Position steht. Fahren wir einfach mal rüber. Wer die Map kennt, der weiß, dass man Hürlimann eigentlich am Anfang sowieso im Startequipment hat, allerdings ohne Pflegebereifung. Und wer die Map nicht kennt, so wie ich, nee, inzwischen kenne ich sie schon ein bisschen. Aber wer die Map eben kennt, der weiß das. Und ich habe den aber verkauft am Anfang, um mir einfach anderes Equipment kaufen zu können. Beziehungsweise auch einen größeren Traktor. Um da einfach schneller voranzukommen. Ich habe einiges verkauft, unter anderem auch den Mähdrescher. Und weiß, was ich noch alles. Könnt ihr gerne mal in die ersten 2, 3 Folgen reinschauen. Da ist das nämlich alles drin. So, Stoppschild. Und weiter geht's. Also, wir bringen den jetzt hier hin, weil den werden wir brauchen, sobald wir unsere Felder wieder düngen müssen. Das hat hoffentlich noch ein bisschen Zeit. Aber spätestens da brauchen wir den dann. Darum habe ich mir den jetzt mal gegönnt, als wir genug Geld hatten. Weil sonst kaufe ich den nicht und dann habe ich wieder keine Kohle. Den Düngestreuer, wo haben wir den eigentlich stehen? Ich such den gerade mal und hänge den gleich hinten dran. Ich glaube, den habe ich zurückgesetzt, genau. Oh, den müssen wir so... Ah, stimmt. Zurückgesetzt heißt, der ist leer. Das heißt, wir holen uns, glaube ich, gleich auch noch ein paar Paletten. Ich hatte zwar eigentlich, oder wahrscheinlich stehen beim Händler auch noch ein paar. Aber wir holen uns noch ein paar Saatgutpaletten. Und dann können wir nämlich auch gleich den Tatra einweihen. Jetzt weiß ich bloß nicht, wo der Anhänger mit... Der Tiefladeranhänger steht. Kann mal gucken. Da auch beim Shop. Kann das dann sein? Ja, da hinten steht er. Gut, dann können wir noch ein paar Paletten kaufen. Gucken wir gerade mal. Mineralöldünger kaufen. Dann holen wir noch 2 Saatgut-Big Packs. Und dann sind wir pleite. Aber dafür haben wir jetzt eben einiges schon mal. So, den Tatra haben wir uns letztes Mal gegönnt. Weil uns der Lizard LKW ein bisschen sehr genervt hat. Und den Anhänger haben wir uns, glaube ich, jetzt auch gekauft, gell? Muss ich auch gerade nochmal reinschauen. Ich glaube, gemietet haben wir jetzt nichts mehr, genau. Eine Schaufel haben wir auch. Oh, 2 sogar. Was wir noch brauchen, ist ein Anhänger, mit dem wir Holz transportieren können. Oh, nein, das wollte ich nicht. Ja. Einmal die falsche Taste gedrückt. So, warte mal. Y. Paletten. So, jetzt passt's. Der Tatra hat einen viel besseren Wendekreis und ein besseres Getriebe. Der kommt viel besser zurecht. Der fährt sich auch viel besser.
Mehr Leistung, alles besser. So, was wir jetzt halt nicht haben, ist den, oh, der hat aber, oh, der schiebt aber auch ganz schön, hey. Was wir jetzt nicht haben, ist einen Aufleger mit, für Holz. Boah, guck mal, wie der schiebt. Wenn du da zu schnell in die Kurve reingehst, dann schiebt er über alle Räder. Ey, der hat Stoppschild überfahren. Habe ich eigentlich noch einen Blinker an? Nee. So, jetzt gucke ich mal. Ich weiß gar nicht, ob die sortiert sind. Was der an Leistung hat, wie der wegzieht. Ist toll. So, warte mal. Jetzt gucken wir mal. Wir laden jetzt mal ab. Und dann probiere ich die mal mit dem Anhänger zu separieren. So, X. Nein, das hat schon mal nicht gut geklappt. Hä? Jetzt. So, warte. Nein! Aber jetzt stehen sie gut. Jetzt stehen sie gut, wirklich. Stehen nämlich die Dünger alle beisammen und die anderen auch. Die Saatgutpaletten. Und wenn ich jetzt richtig ranfahre. Nein, jetzt hat er wieder einen Dünger mitgenommen. Ein Saatgut meine ich. Ah, weißt du was? Ich hab keinen Bock. Hau die alle da rein. Und, die einzelnen Teile werden sich ja sowieso richtig befüllen. So. Zack. Passt. Gut. Den Aufleger nehmen wir mit zum Sägewerk und Co. Ey, guckt euch mal an, wie der über die Vorderräder schiebt. Oder über alle Räder eigentlich, obwohl der ein 6x6 Getriebe hat. Und dann werde ich gleich mal gucken, ob wir uns nicht noch einen Anhänger für die Loks kaufen. Oh, ich fahre hier links. Das dauert mir zu lang mit den NPC-Fahrern hier. So, ab in den Kreisverkehr. Die sind hier, glücklicherweise im Gegensatz zur Wasl-Map, relativ groß gestaltet. Das heißt, da kommt man auch mit so einem Sattelzug gut um die Ecke. So, Vollgas hier hoch. Und dann kommt wieder so ein langsamer Pickup. Auch diese Hütten. Die sind alle cool gemacht hier auf der Map. Gefällt mir viel besser wie auf der Wasel.
den Leder. Wo stelle ich denn den rein? Ich glaube beim Palettenwerk. Oh, kannst du nicht mal ein bisschen schneller fahren? Ja, die fahren Meilen, gell? Das ist das Problem. Und selbst bei den Kurven. Ich glaube, hier fahren alles Frauen. Wir haben alle Angst. Das war jetzt aber ein bisschen frauenfeindlich, gell? Sorry, tut mir leid. So, den stellen wir hier mal schön in die Ecke. Nee, ich stelle ihn da hinten hin. Da steht er dann auch schon bereit zum Aufladen. Ein bisschen ins Gestrüpp ist ja kein Problem. Und dann ab zum Job. Eine kleine Neuanschaffung müssen wir uns gönnen. Oh, das war zu arg gelenkt. Oh, wie die Schweine hier grunzen, ist auch ekelhaft. Ups. Das war ein Schild. Da dürfen wir, glaube ich, eigentlich gar nicht fahren, oder? Komm, wir gucken mal. Oh, da kann man sogar hinten rausgucken. So, was steht denn hier? Steht da hinten einer? Nee, eigentlich nicht. Land- und forstwirtschaftlicher Verkehr frei. Also dürfen wir hier doch fahren, ohne Tonnenbegrenzung. Das ist nice. Weil, ist ja immer ein bisschen lächerlich, wenn so Landwirtschaftswege sind, wo dann dran steht bis zu 10 Tonnen. Oder bis zu 6 Tonnen. Mancher LKW hat halt, oder manches landwirtschaftliches Gerät hat mal schnell ein bisschen mehr. Vor allem, wenn es beladen ist. So, springen wir mal gerade raus. Wie viel brauchen wir denn? 34.000. Oh Gott. Ups, falsch gedrückt. 34.000. Müssen wir 35 nehmen. So, einmal kurz gespeichert. Oder? Warte mal. Eigentlich brauchen wir ihn nicht so groß. Aber der hat halt die Autoload-Funktion. Das ist halt wirklich nice. Deshalb werden wir den kaufen. Felgenfarbe diese. Anhängerkupplung hinten, ja. Eigentlich hätte ich gern Breitreifen. Verdammt. Aber wir müssen sowieso nochmal... Wir müssen sowieso nochmal... warte, lass erstmal gucken, was der wirklich kostet. Das... Nein. Schwarz. Nee, das da. Add Rear Stopper, URL Logging. 40 kostet der nämlich. Hm. Müssen wir sowieso noch ein bisschen was ziehen. Nein. Oh, jetzt habe ich zu viel gezahlt. So will ich. So. Also nochmal den, die Farben. Das hier und... URL-Logging, dass der automatisch auflädt. Ja, haben wir ja letztes Mal bei dem anderen Anhänger vergessen. Hallo? Warum leckt denn das jetzt so? So, jetzt sind wir da. Und da steht unser schöner Trailer. Angehängt und zwar ohne außen draußen zu sein.
Wobei ich jetzt gerade mal... Ah, ne, kann ich hier gar nicht machen, gell? Ich werde mal bis zum nächsten Mal die Spiegel ein bisschen umstellen, weil zwei Spiegel reichen mir eigentlich. Die ganzen anderen Spiegel, die sind ein bisschen too much. Brauchen wir nicht. Zu viel Schnickschnack. So, jetzt gehen wir gerade mal ein paar Stämme aufladen, damit das Palettenwerk bis zum nächsten Mal auch wieder was zu arbeiten hat. Weil das Palettenwerk läuft gerade leer. Oh, hier haben wir ein paar Frameverluste. Aber das kann auch an der Geschwindigkeit liegen, dass der nicht hinterherkommt. Dieses Gequietsche. So, ab in den Wald. Aus damit. Und hier fällen wir jetzt ein paar Bäume. Fertig, wir haben die Hütchen alle mal schön klein geschnippelt. Worauf ihr achten solltet, ist auf jeden Fall, dass ihr alles richtig entastet. Weil wenn ihr es nicht richtig entastet, dann kann passieren, dass ihr das einfach nicht aufladen könnt. Es ist mir in meiner Testwelt sozusagen, auf meiner Testspielwelt so passiert. Wenn die nicht richtig entastet waren... Eine B, glaube ich, ist es, oder? Erstmal recht. Hallo? Rechte Seite und dann Start Autoload B. Wie gesagt, da ist mir das passiert, dass ich nicht aufladen konnte. Und erst nach einer Weile habe ich gemerkt, dass an manchen Stämmen eben noch Äste dran sind. Das Autoload ist schon wieder aus. Warum denn das? Okay, manche sind wohl ein bisschen arg kurz. Aber naja. Lieber zu kurz wie zu lang. So, mal gucken, was der LKW wirklich kann. Schon genug Power eigentlich. So, jetzt hier geht es relativ gut. Aber warum kann der jetzt nicht mehr lenken? Ach, die Schafe blöken mir voll ins Ohr. Thank you.
Ja, ein paar Stämme sind schon sehr kurz geraten. Da liegt, glaube ich, noch einer. Und? Warte, warte, hier alle Akta ist oder was zu beweisen? Okay. Ich dachte, da wäre jetzt noch... Ah, da war noch was dran, glaube ich. Kann nicht in den Fluss springen. Machen wir gerade, gucken wir mal, ob der auf der linken Seite will. Der will aber nicht. Also muss da. Ich glaube, der LKW steht ja. Da muss noch irgendwo irgendwas dran sein. Jetzt ist er nämlich hochgegangen. Also darauf müsst ihr auch achten, dass ihr wirklich alle Äste weggemacht habt. Sonst funktioniert es nicht. Kann sein, dass wir das bei dem hier auch als Problem haben. Zack, jetzt ist er oben. Geht doch. So, ich fahre jetzt mal ein bisschen raus auf den Weg. Oh, jetzt können wir festmachen. Autoload Stop. Gut. Und das war's dann auch gleich. Da wird man jetzt noch ein bisschen das Palettenwerk befüllen. Damit die bis zum nächsten Mal wieder was zu tun haben. So stehen wir, glaube ich, gut. So, jetzt linke Seite nicht, rechte Seite losmachen und dann abladen. Da können wir mal ein bisschen. Das reicht eigentlich, oder? Weiß halt nicht, wenn ich da noch mehr hinlade, ob das schön liegen bleibt. Ja, doch, relativ. Das liegt relativ schön hier. Sollte auch für eine ganze Weile dann wieder reichen. Es füllt sich ja automatisch nach dann, wenn genug Platz ist. Und ja, das war's von der heutigen Folge vom Landwirtschaftssimulator. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like, Abo oder Kommentar da. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao!